Einen wunderschönen guten Tag von der Messe München zur IAA Mobility 2023. Hier gibt es die neuesten Neuigkeiten rund um die Elektromobilität und spannende Präsentationen, neue Automodelle, neue Akkutechniken etc. pp. Wir wollen gar keine Zeit verlieren und mit euch einmal einen Rundgang über die IAA 2023 machen. Bevor wir das tun, schaut bitte mal nach, ob ihr schon Teil der Einfach Elektrisch Community seid. Wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abo unterstützt. Und jetzt geht's los mit der IAA Mobility in München. Endlich sehen wir ihn mal live, den Jojo. Ich habe ihn euch ja schon in der Studioproduktion gezeigt, wie ich finde, ja, ein richtig smartes E-Vehikel, was kompakte Ausmaße hat und für mich auch so ein bisschen den Smart Fortwo ja ersetzen kann, den es ja leider nicht mehr gibt, weil Smart inzwischen mit der Hashtag-Baureihe völlig andere Wege geht. Ja, Zweisitzer-Konzept, sehr, sehr gut. Hinten auch mit einer schönen Kofferraumklappe, einer ordentlichen Hutablage. Dann halt auch jeder Menge Stauraum, wo man was hereinbringen kann. Und da muss ich sagen, Steffen, das ist doch ordentlich, oder? Ja, das hätte schon, ne? Das hat. Und wenn wir dann so gerade auch mal in den Innenraum schauen, dann sieht man halt wunderbar halt auch das Cockpit mit dem zentralen Infotainment-Display. Man hat die Farbe von außen auch sehr, sehr schön im Innenraum mitgenommen. Und ja, das bietet sich doch an, dass ich hier gleich auch mal eine kleine Sitzprobe mache. Ob ich hier komfortabel hineinpasse mit meinen zarten 99,9 Kilo. Und da muss ich sagen, für so ein kompaktes Fahrzeug ist das doch echt schnucklig, oder? Das steht dir irgendwie, ne? Also muss ich wirklich sagen, das wäre was für dich. Also ich muss dir sagen, wenn du jetzt einfach nur zum Einkaufen fährst oder mal die Kinder zur Schule, einfach so im urbanen Umfeld, einfach genial. Jojo Pro. Wir sind auf dem VW Group Stand und haben die Möglichkeit, euch mal den Mission X von Porsche zu zeigen, das neue Concept Car, wo Porsche ja auch noch mal in die performante Elektromobilität vorstoßen will. Ganz besonderes Design. Wir hoffen natürlich, dass er auch irgendwo in einer kleinen Stückzahl dann in die Serie findet. Das wäre natürlich mal ein geniales Musterstück, wo man sozusagen auch das Chassis mit dem Sitz verbunden hat und wo man natürlich Elektropower findet, die seinesgleichen sucht, aber nicht nur in der Längsbeschleunigung, weil Porsche ja durch besondere Fahrwerkskunst halt auch immer sehr, sehr gut in der Querbeschleunigung ist. Highlights sind natürlich die aufschwenkbaren Türen und das gesamte Design. Und gerade hier in so einem wunderschönen grünen Metallic-Grauton wird er natürlich auch auf diesem Stand sehr, sehr schön in Szene gesetzt. Auf dem VW Group Stand steht das neue ID GTI Concept Car und das finde ich richtig klasse, weil es halt nicht aussieht wie so ein hochgebocktes Elektroauto, wie wir es sonst von einigen ID-Derivaten kennen, sondern schön flach, schön tief ist und sich eigentlich so ein bisschen in der Modernität fast anschauen lässt wie ein elektrischer Polo GTI. Da muss ich sagen, haben die Ingenieure endlich mal die Volkswagen-DNA wieder auch in die ID-Serie übertragen. Und so ein GTI mit richtig Power in dieser kompakten Größe, ich schätze mal, er ist so circa 4,20 Meter lang, das macht doch richtig Spaß. Und wenn wir uns dann noch vorstellen, dass der 300, 400 oder 500 PS hat mit Allradantrieb, ja, dann ist doch performantes Fahren auch im Hause Volkswagen wieder extrem angesagt. Auf dem VW Group Stand zeigt auch Audi den Q6 e-tron als Prototyp, leider noch in Tarnkleidung, aber man erkennt schon die ersten Züge und da orientiert er sich ja so ein bisschen am Q4 und auch am Q8 Design. Ein Highlight ist, dass jetzt die Scheinwerfer hier eine Etage tiefer sind, serienmäßig LED-Scheinwerfer, optional natürlich auch Matrix und HD-Digital-Leuchten und das Tagfahrlicht mit verschiedenen Silhouetten, die man auch einstellen kann, dann im oberen Teil des Fahrzeugs verbaut sind. Ja, schöner SUV, den wir euch ja gerne auch mal enttarnt gezeigt hätten, um dann sämtliche Linien und Designführungen zu zeigen. Aber gerade hier unten, das sieht alles sehr, sehr performant aus. Dann sicherlich auch mit den neuen Audi-Ringen schön designt. Also ein schickes SUV, was hoffentlich dann 2024 auch schnell auf den Markt kommen wird. Und auch die Hecklinie ist im typischen Audi-Design nochmal sehr, sehr schön mit LED-Rückleuchten illuminiert. Die kann man auch verändern, die kann man wechseln. Und Herzstück ist natürlich auch dann der Kofferraum. Und das ist ja für euch auch wichtig, dass man halt hier viel Möglichkeiten hat fürs Gepäck. Es geht hier schön tief rein. Ihr könnt 40, 20, 40 auch die Sitze umklappen, auch die 20 in der Mitte. Das ist ja wichtig, wenn man mal einen langen Gegenstand oder Skier im Winter transportieren möchte. Feder vorgespannt, leicht umzulegen. Muss ich sagen, hat Audi richtig klasse gemacht. Optional bekommt ihr natürlich eine Anhängerkupplung und auch die Möglichkeit, einen Dachgepäckträger zu nutzen. Was elektrisch aufgeht, Steffen? Geht elektrisch zu. Macht Sinn.
Wir sind im Innenraum, im Cockpit und das ist neu und das ist auch hier auf der IAA sozusagen weltprämiert, das neue MMI Cockpit Design. Sehr, sehr schön hier. Ihr seht das in so einem Curved Design. Zwei große Monitore, ich schätze mal so 14 Zoll, wo ihr einerseits Informationsdisplay für den Fahrer habt, Head-Up-Display, das schöne unten oben abgeflachte Multifunktionslenkrad mit Touch-Tasten. Da müssen wir dann mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und dann das große zum Fahrer zugewandte Infotainment-Display, wo ihr dann sämtliche Dinge im Fahrzeug steuern könnt. Was nicht fehlen darf, was modernes, was ist neues, was andere Hersteller auch bieten, ist ein Beifahrer-Display, wo dann der Beifahrer schön Videos gucken kann und die Möglichkeit hat, dann sein eigenes Entertainment während der Fahrt mit Bluetooth-Kopfhörern zu hören. Sehr, sehr schön. Hier drunter dann die Lüftung. Wir haben also gar nicht mehr so viele haptische Schalter mehr. Auch die Klimaanlage ist hier oben ins Infotainment gerutscht. Wir haben ein großes Ablagefach mit induktiver Ladefläche. Wir haben zwei USB-C-Anschlüsse, 12-Volt-Anschluss. Wir haben hier dann nochmal den Drive-Select-Schalter für die Fahrprogramme, den Fahrstufenregler. Zwei schöne Becherhalter mit einer durchgezogenen Mittelkonsole. Leider unten nicht offen, dass man da vielleicht nochmal das Herren- oder das Damentäschchen verstauen kann. Und dann haben wir sehr, sehr schön hier auch nochmal eine Mittelarmlehne mit einem großen Fach, wo hier im Prototyp noch keine USB-C-Anschlüsse sind. Das wird sicherlich kommen. Schönes, vernünftiges Handschuhfach. Also eigentlich muss ich sagen, Audi geht einen geilen neuen Weg in die Zukunft. Bang & Olufsen Soundsystem, optional mit Sicherheit ein Panorama-Glasschiebedach. Also ich glaube, das wird gut, oder? Das gefällt mir jetzt schon. Habt ihr schon eure THG-Quote beantragt? Ihr habt die Möglichkeit für euer Elektroauto, privat oder gewerblich genutzt, eine THG-Quote zu bekommen. Alle Informationen dazu habe ich euch zu meinem Partner Geld für E-Auto unten in die Videobeschreibung gepackt, wo ihr einfach nur eure Daten angebt, die Vorder- und die Rückseite eures Kfz-Scheins oder eurer Kfz-Scheine hochladet. Ihr könnt nämlich auch für mehrere Autos das beantragen und dann macht alles weitere Geld für E-Auto und ihr bekommt bequem das Geld aufs Konto überwiesen. Wenn ihr unseren Link nutzt, unterstützt ihr unseren Kanal und dafür sage ich schon mal ganz herzlichen Dank. Wir sind bei BYD und bei BYD wird auch der CLU gezeigt, den ich euch ja bereits in einer Studioproduktion gezeigt habe, der aber in Natur, wie ich finde, noch viel, viel schöner gezeichnet ist, als man das auf den Bildern seinerzeit erkennen konnte. Der Stil, den gibt es ja als Limousine und jetzt zukünftig dann auch zusätzlich als SUV, sehr schön mit LED-Scheinwerfern, die nochmal mit dem Taglicht, Fahrlicht schön illuminiert sind. Wir haben hier eine schöne geschlossene Front, schicke 19 Zoll Felgen, die auch aerodynamisch optimiert sind und haben halt hier ein schönes SUV, was in einer Größe ist, was glaube ich viel Kundschaft dann entsprechend auch ansprechen wird. Ja, hier gehen immer mal wieder Menschen durch, weil sie nicht sehen, dass wir filmen vielleicht. Und was mir gefällt beim BYD ist, hinten nach der B-Säule geht das Heck runter, so ein bisschen Coupé-artig von der Linie. Und die Sahneseite ist natürlich dann auch die Heckpartie, sehr, sehr schön. Hier auch nochmal mit den LED-Rückleuchten, wo BYD sehr viel Liebe zum Detail hat. Schau mal, Steffen, das ist wie so ein Tropfendesign. Nicht einfach nur eine Rückleuchte kreiert, sondern halt auch so ein bisschen mit einer View. Und gerade wenn du nochmal rausgehst, da wirkt er auch wie für so ein SUV typisch schön bullig, schön kräftig. Ja, lasst uns den Blick in den Kofferraum werfen. Das ist ja für viele von euch entscheidend. Wie viel kann ich mitnehmen? Wie kann ich ihn verstauen? Wie kann ich ihn beladen? Wir haben die Möglichkeit, 60 zu 40 auch nochmal die Rückbank umzuklappen. Leider nicht mit der Möglichkeit, die mittleren 20% umzulegen oder mit einer Klappe für lange Gegenstände oder die Skier im Winter. Aber auch schön gelöst hier dann nochmal mit der entsprechenden Hutablage. Das wirkt alles sehr, sehr wertig und sehr, sehr genial. Wir hoffen natürlich, dass es auch eine Anhängerlast geben wird, dann mit einer vernünftigen Anhängerkupplung. Und was elektrisch aufgeht, Steffen? Geht elektrisch zu? Was ein Wunder. Herzlich willkommen nochmal im Innenraum des BYD CLU. Und ich muss sagen, Steffen, das sieht schon schick hier aus, oder? Das haben sie gut gemacht, ja. Und guck mal, wir können den Mittelmonitor wieder vertikal stellen oder halt hier am Lenkrad dann auch horizontal. Das kann ja für bestimmte Anwendungen immer mal interessant sein. Ansonsten schönes Panorama-Glasschiebedach, das müssen wir gleich mal als erstes machen. Ach Steffen, stell dir mal vor, wir fahren jetzt durch München, 24 Grad und das mit dem BYD CLU, das wäre doch mal ein Erlebnis, oder? Träumchen. Fangen wir chronologisch an. Head-Up-Display, Informationsdisplay für den Fahrer, ein schönes griffiges Multifunktionslenkrad, sehr gut mit haptischen Tasten, die man gut erreichen kann. Dann hier
15,6 Zoll Infotainment-Display, alles schön hier illuminiert, hier auch wunderschön mit einer grünen Naht abgesetzt, mit einem Stitching, Lüftungsdüsen, zweimal induktive Ladefläche, dann für große Smartphones auch möglich, das testen wir natürlich für euch, passen super rein, sind auch so ein bisschen fixiert, dass sie nicht hin und her rutschen, hier so aus der Glasoptik einen sehr, sehr schönen Fahrstufenregler, die Verstellebene, die wir auch aus den anderen BYD-Modellen kennen. Und nochmal zwei Becherhalter, wo wir hier wunderschön dann nochmal was reinstellen können. Ja, ein richtig tiefes Fach haben wir hier. Das ist gut, um Gegenstände zu verstauen. Und wir haben, das sieht man jetzt leider nicht, hier auch nochmal eine zweite Ebene drunter, wo ihr das Herrentäschchen oder ein kleines Damentäschchen nochmal verstauen könnt. Und guck mal, Steffen, das ist auch geil hier, ne? Schön illuminiert. Mit der Ambientebeleuchtung, so illuminiert in grün. Das passt natürlich auch zu einem Elektroauto. Schönes Handschuhfach. Und ich muss sagen, der Materialmix bei BYD, der passt. Das heißt, wir haben sicherlich auch Gürtellinie abwärts wieder Hartplastik, wie wir es aus allen kennen. Aber hier im oberen Bereich, auch im Sichtbereich, haben wir schöne Materialien aus Leder, Kunstleder, alles so miteinander verbunden. Also da muss ich sagen, da macht BYD einen guten Job, oder? Das machen sie wirklich, muss man sagen. Wir sind weiter auf dem BYD-Stand und wollen euch den Dolphin mal zeigen. Der Dolphin ist ja ein schöner Kleinwagen von BYD, der auch in einem interessanten Preissegment um 30.000 Euro ja starten wird, rein elektrisch. Da aber mit einer kompakten Größe, glaube ich, auch dem VW ID.3 so ein bisschen Paroli wird. Auch Opel Astra respektive Corsa, das sind alles so Größenordnungen, wo es da im Wettbewerbsumfeld Fahrzeuge gibt. Ja, hier in einem sehr, sehr schönen Türkis Metallic mit einer zweifarbigen Lackierung, oben dunkelgrau, schwarz abgesetzt. Sieht da richtig schick aus, auch schöne Felgen. Aerofiziert optimiert, dann halt geschlossen, auch wieder die Farbspiele da so ein bisschen übernommen. Und eines der Highlights, finde ich, ist, und das auch die Schokoladenseite in meinen Augen, die Heckpartie. Das sieht frisch aus, das sieht modern aus und es sieht auch europäisch aus. Und gerade hier mit den LED-Rückleuchten und diesen geschwungenen Linien ist es einfach auffällig und sehr, sehr schick. Für euch ist wichtig, wie groß ist der Kofferraum, was kann man beladen? Und da haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, zwei große Einkaufsbeutel und Taschen reinzubekommen. Zwei Handgepäckkoffer, wir haben eine doppelte Ladeebene. Und selbst wenn man die jetzt herausnehmen würde, dann schaut bitte mal, wie groß dann der Kofferraum in der Tiefe ist. Und damit, glaube ich, ist er auch für viele von euch interessant, weil man dann einfach auch mal die Koffer senkrecht stellen kann. Wenn das Kofferraumvolumen nicht reicht, der hat natürlich die Möglichkeit, auch noch die Rücksitzbank umzuklappen. Dann sehr, sehr schön 60:40. Leider fehlt hier so eine kleine Durchreiche mal für einen langen Gegenstand im Baumarkt oder vielleicht auch für die Skier im Winter. Aber vielleicht ist der Dolphin auch gar nicht das Fahrzeug, wo man in den Winterurlaub fahren möchte. Ja, wir wollen euch das Auto natürlich auch noch mal von innen zeigen. Und ja, von innen ist es dann natürlich auch noch mal sicherlich eine sehr, sehr schöne gestaltete Kleinwagenwelt, die uns hier überrascht. Und zwar wieder BYD typisch mit dem großen zentralen Display. Hier geht auch gleich die Spracherkennung los. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, das Display vertikal zu stellen. Oder wenn ihr es lieber horizontal haben möchtet, natürlich auch horizontal. Und man hat die Außenfarbe auch so ein bisschen in den Innenraum übernommen. Gefällt mir optisch mega, mega gut. Wir haben ein schönes Fahrerdisplay hier, was mich so ein bisschen an den VW ID.3 erinnert. Das könnte fast kopiert sein. Was ich hier nicht sehe, ist ein Head-Up-Display. Vielleicht gibt es optional. Oben ist nochmal eine schöne große Ablagefläche. Hier oben ist eine schöne Fläche dann für das Smartphone. Und hier unten haben wir noch schöne Verstaumöglichkeiten, die wir dann hier Dinge verstauen können. Wir haben zwei Becherhalter. Wir haben hier dann nochmal die Möglichkeit, halt auch noch die Parkbremse zu fixieren, ESP aufzuschalten. Und wir haben eine induktive Ladefläche zentral, um dann hier auch nochmal Sachen zu verstauen. Ja, irgendwie kriege ich es hier gar nicht raus, hier die Sprachsteuerung, die ist so hartnäckig. Die will unbedingt mit mir kommunizieren, Steffen, oder? Ja, musst du mal am feinsten Englisch versuchen. Ja, lass uns zum Materialmix kommen. Auch das finde ich schick. Hier oben ist es so ein relativ harter Kunststoff, aber der stört gar nicht, weil man es hier mit so einer Designlinie dann auch nochmal sehr, sehr schön lackiert hat. Hier unten ist wie so eine Art Kunstleder. Ist sehr gut. Hier haben wir die Verstellebene für den Fahrstufenregler noch, habe ich vorhin vergessen. Und hier haben wir die Top-Variante als Designausstattung, dann halt auch mit den Kunstledersitzen, schön perforiert, wo wir dann neben der Sitzheizung vielleicht sogar auch eine Sitzkühlung bekommen können. Und was ein Highlight ist, ist natürlich auch hier das sehr, sehr große, schöne Glasdach,
um dann halt auch mal den Blick nach außen zu werfen. Aber BYD macht es besser als Tesla, denn man kann das Glasdach halt auch mit einer Jalousie sehr schön schließen und hat so im Sommer dann halt auch den maximalen Sonnenschutz. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, Steffen, der Dolphin ist äußerst gelungen, oder? Absolut. Wir sind auf dem BYD-Stand und hier präsentiert BYD auch die neue Marke Denza und den Van Denza D9, der ein richtiges großes Dickschiff ist. Ich glaube, gerade die Amerikaner werden richtig auf ihn abfahren. Gerade in Hollywood, in Beverly Hills, da wird das der neue heiße Scheiß. Sehr, sehr schön mit LED-Scheinwerfern, Tagfahrlicht, hier auch so ein bisschen nach unten gehend. Air Curtains für die bessere Aerofizierung und wunderschönen 18 Zoll Felgen, wenngleich man da vielleicht auch dann von Denza oder auch im Aftermarket auch 22, 23 Zoll performante Felgen bekommen kann. Ja, Länge würde ich schätzen 5,40 Meter, riesengroß, jede Menge Platz, hier in der Option mit 7 Sitzen, Fahrer, Beifahrer, dann 2 Einzelsitze, das ist hier schon First Class Niveau, wo ihr nicht nur Rear Seat Entertainment habt, Liegemöglichkeit, sondern halt auch die Verstellung hier über kleine Touchsysteme, Sitzheizung, Sitzbelüftung, Sitzmassage, alles natürlich hier up to date, wo ihr hier auch elektrisch dann nochmal eine Ablagefläche herausfahren könnt. Das ist alles mega, mega schick gemacht. Großes Panorama, Glasdach, was man aber auch verschließen kann als Sonnenschutz, wo man dann im Prinzip entweder sich fahren lassen kann oder natürlich auch für die Kids jede Menge Luxus auf den Rückbänken bietet. Hinter mir ist nochmal eine dritte Sitzreihe, das heißt auch da finden nochmal 3 Personen statt. Wir haben hier sozusagen die 7-Sitzer-Variante, es soll auch eine 6-Sitzer-Variante geben und dann vielleicht sogar auch eine 8-Sitzer-Variante, je nach Ausstattungsumfang, was elektrisch aufgeht, geht auch elektrisch wieder zu, sodass ihr schön hier auch nochmal die Heckpartie seht. Wunderbar gelöst hier mit dem großen Heckkantenspoiler oben drauf. Eine Haifischflosse, Steffen, die darf nicht fehlen. Die Technik hätte man vielleicht auch in die Karosserie, in die Außenspiegel und in die Scheiben integrieren können. Und dann eine elektrische Heckklappe, wo ein normales Kofferraumvolumen sich verbirgt. Aber man kann die Sitze auf der Schiene verstellen und so natürlich auch mehr Platz schaffen. Man kann diese Rücksitzbank auch umklappen, um mehr Stauraum zu gewinnen. Und da wird auf jeden Fall Konkurrenz geschaffen zum VW ID. Buzz mit langem Radstand oder auch dem EQV extra lang. Was ich nicht weiß, ist, ob es eine Anhängerkupplung geben wird. Was ich auch nicht weiß, ist, ob es meine Dachlast gehen wird, weil das Fahrzeug, ich bin 1,85 groß, natürlich auch schon mega, mega hoch ist. Ja, lasst uns noch mal den Blick in den Innenraum aufs Armaturenbrett werfen. Ich steige hier mal hinein. Und das ist hier bei Denza relativ BYD-ähnlich gelöst. Das heißt, wir kennen das mit dem großen 15,6 Zoll zentralen Infotainment-Display. Der Fahrer hat hier auch noch ein schönes 10 Zoll Display. Wir haben ein Head-Up-Display, wir haben ein Multifunktionslenkrad mit Touch-Tasten. Wir haben eine induktive Ladefläche, den Fahrstufenregler, dann die Steuerung für die Fahrprogramme, 2 Becherhalter, ein schönes großes Staufach hier, um ein paar Dinge unterzupacken. Und auch noch ein Handschuhfach. Und unter dieser Ebene ist auch noch mal ein großes Fach fürs Damentäschchen, fürs Herrentäschchen. Das heißt, hier wird wirklich jeder Raum genutzt. Hier haben wir eine Kamera, die kann man aber auch verschließen. Das kennen wir aus den BYDs. Wir haben ein Glasschiebedach zum Öffnen hier vorne, um frische Luft zu bekommen. Also all das, was man halt an so einem Premium-Van erwartet. Und ich denke mal, dass dieser Wagen nach Deutschland kommen wird, vermeintlich mit einem plus minus 100 Kilowattstunden Akku mit ordentlich Power, dass man auch 160, 180 km/h damit reisen kann und hoffentlich auch mit einer entsprechenden Ladeperformance. Der Qualitätsmix ist hier genial. Wir haben eine Mischung aus Kunstleder, aus hochwertigen Kunststoffen, Holzintarsien, eine schöne LED-Beleuchtung im Ambientelicht, dann das feinste Nappa-Leder hier auf den Sitzen, auch mit Sitzbelüftung, Sitzheizung, Massagefunktion. Also das ist wirklich eine absolute Premium-Klasse und ich glaube, da wird Denza auch nochmal preislich wesentlich interessanter sein, vielleicht sogar als unsere deutsche Konkurrenz. Steffen, endlich haben wir einen Dienstwagen für dich gefunden, oder? Ja, perfekt.
Das ist nämlich der neue Vision 111 von Mercedes-Benz. Ein sehr, sehr schöner Zweisitzer, wo wir wunderbar auch immer mit euch verreisen könnten. Flügeltürer, ein Concept-Car, wo zwei Personen ziemlich stylisch, ziemlich cool Platz finden, hinten ein schönes, offenes Gepäckabteil haben. Das heißt, da, wo vor der AMG 12-Zylinder unter der Glashaube saß, ist heute das Louis Vuitton-Täschchen oder was auch immer schön verpackt und dargestellt, dass der Einbrecher es auch schön vielleicht sieht und nicht umsonst die Glasscheibe durchtrennt. Nein, das war natürlich ein Spaß. Hier geht es ja darum, dass man mal Concept-Cars entwickelt, wo man halt maximale Platzverhältnisse nutzen kann, weil wir halt die Elektrotechnik schön klein in die Bodengruppe integrieren können und auch die Elektromotoren ja gar nicht so viel Platz einnehmen würden wie ein großer V12-Verbrennermotor und ein Getriebe. Und auch die Heckpartie, Steffen, ist eine Sahneschnitte, oder? Sieht schon schick aus, ne? Wenn wir da dann noch in die LED-Rückleuchte einfach elektrisch rein projizieren könnten, dann wüssten die hinter uns Fahrenden auch immer, wer ihnen gerade enteilt. BMW zeigt seine neue Klasse und neue Klasse, damit ist gemeint auch eine neue Fahrzeugklasse, rein batterieelektrisch und Materialien, die eigentlich recycelt sind. Und das sieht man hier sehr, sehr schön an recycelten Kunststoffen, an recycelten Aluminiumflächen. Hier sehr, sehr schön in so einem Perleffekt, der wirklich aussieht wie so eine Perle. Ja, Besonderheit hier vorne ist, dass alles mit Lichttechnik versehen ist. Das heißt, die klassische BMW-Niere ist jetzt illuminiert und inspiriert. Und wenn ihr mal seht, wie flach die neue Klasse ist, dann macht das richtig Appetit darauf. Sie soll nämlich 2025 schon auf den Markt kommen. Und ihr seht hier ein Concept-Car, was sehr, sehr nah an dem realen Fahrzeug ist, was ihr 2025 dann käuflich erwerben könnt. Viel Glas. Hier gepaart mit einem Innenraum, der so ein bisschen an die 70er Jahre zurückerinnert. Da war ja Cord so das Material der 70er Jahre. Und hier hat man sich inspirieren lassen, auch Cord in dem Innenraum zu verwenden. Man geht gar nicht auf Kunstleder, sondern auf feinste Stoffe, die halt auch bestenfalls recycelt sind. Und hier hat man ein Raumgefühl und ein Lebensgefühl dann in dem Fahrzeug, was, wie ich finde, seinesgleichen sucht. Lasst uns auf der Felge bleiben. Die ist aerodynamisch optimiert, aber sie ist performant. Sie sieht schick aus, sie sieht dynamisch aus. Das kann BMW im Vergleich zu vielen anderen Herstellern, da nicht sein sportliches Gesicht zu verlieren und weiterhin Freude am Fahren auch in der Elektromobilität zu schaffen. Ja, generell haben wir so eine Hommage an 70er-Jahre-Fahrzeuge auch hier in der Heckpartie. Und das, was wir vorne in der BMW-Niere haben, das bekommen wir hier auch durch LED-Rückleuchten. Und da haben wir natürlich mit den Lichteffekten die beste Möglichkeit, das halt auch unter Beweis zu stellen. Auch dieser Heckdiffusor, der sorgt dafür, dass man das Gefühl hat, hier ein performantes Fahrzeug vor sich zu haben. Ich denke mal, dass wir hier mit Sicherheit auch weit über 300 PS später bekommen werden. Aber alles halt so ein bisschen retro, alles so ein bisschen up to date. Wir sind auf dem BMW-Stand und haben natürlich den neuen i5 für euch entdeckt und haben ihn hier in einem sehr, sehr schönen Grau-Metallic dargestellt. Der i5 ist ja auf der 5er-Plattform, das heißt, es gibt ihn als Verbrenner, als Plug-in-Hybrid und rein batterieelektrisch. Hier als E-Drive 40 Heck angetrieben mit 340 PS, also auch ordentlich Leistung, um nach vorne zu kommen. Und hier ist auch das neue BMW LED-Licht verbaut, was Matrix-ähnlich dann halt auch den Verkehr ein- und ausblenden kann. Schöne, moderne Silhouette mit den eingelassenen Türgriffen, die ihr ja auch schon aus dem BMW i4 kennt, wo man hier weitergeht. Schön in der Shadowline, dann auch nochmal schwarz glänzend im Kontrast mit dem schönen schwarzen Glasdach. Das ist einfach mal eine tolle Linie. Was nicht fehlen darf, ist natürlich auch die Haifischflosse. Hier hätte ich mir ja gewünscht, dass BMW vielleicht die Technik in die Karosserie, in die Außenspiegel und in die Scheibe integriert. Ja, den i5 wird es rein als Stufenhecklimousine geben oder optional später dann auch als Touring, als Kombi. Das heißt, dadurch, dass BMW ja alle Plattformen auf einer Baureihe kombiniert, wird es auch alle Karosserieformen dann rein elektrisch geben. Und ihr seht schon, der typisch große BMW-Kofferraum, wo ihr 40-20-40 auch die Rückbank umlegen könnt, um das Stauvolumen zu vergrößern. Alles schön mit Teppich ausgekleidet. Wir haben hier die doppelte Ladeebene. Schau mal, Steffen, schönes großes Fach. Da passt auch das Ladeequipment rein, denn wir haben hier leider auch keinen Frunk, soweit ich weiß, verbaut. Was wir auf jeden Fall elektrisch aufkriegen, kriegen wir auch wieder
elektrisch zu. Und das ist doch mal ein schönes Heck mit schönen LED-Rücklichtern. Ja, lasst uns in den Innenraum schauen. Und da haben wir die Möglichkeit, jetzt auch noch mal hineinzuschauen, was BMW da Schönes im Innenraum für uns vorhält. Und da bin ich ja schon mega, mega aufgeregt und gespannt, was uns da erwartet, weil BMW ja einfach sehr, sehr hochwertige Innenräume verbaut. Ja, wir kennen es aus dem i4, die großen Screens haben wir auch hier verbaut. Das heißt zum einen das Fahrerdisplay, angrenzend das 14,9 Zoll Infotainment-Display. Wir haben Head-Up-Display optional und wir haben eine schöne, moderne, neue Optik, die sich hier, wie ich finde, sehr, sehr gut in das Auto auch einfügt. Und gerade auch hier mit der LED-Ambiente beleuchtet, so hinter diesem Kunststoff. Das ist einfach futuristisch, das ist modern und das gefällt mir äußerst gut. Das System selber haben wir euch ja schon in vielerlei Hinsicht erklärt, in den i4-Videos beispielsweise. Schaut da gerne nochmal nach, wenn ihr da tiefer ins Infotainment eingreifen wollt. Und man hat hier auch im i5 den iDrive schön in so einem Kristallglas hinterlegt, sodass man hier auch die klassische Kundschaft nach wie vor anspricht. Induktive Ladefläche, sehr schön gemacht, zwei Becherhalter, sehr, sehr schön gemacht. Und hier auch ein großes Staufach, was man mit zwei Klappen in zwei Richtungen öffnen kann. Also da muss ich sagen, das ist alles sehr, sehr schick und sehr, sehr insane gemacht. Und wir freuen uns eigentlich dann mit euch den i5 mal komplett und in Gänze zu reviewen, den Fahrbericht zu machen. Und das Wichtigste für euch, glaube ich, ist dann auch die Verbrauchsfahrt. Wie weit kommt er mit seinen gut 80 Kilowattstunden Akkukapazität? Das wird mega, mega spannend sein. Der neue i5 auf der IAA 2023. Um Staatsoberhäupter und wichtige VIPs zu schützen, geht BMW natürlich auch den Weg, seine rein elektrische Variante des i7 als Protection auszustatten. Das heißt, dieses Fahrzeug ist entsprechend gepanzert in den entsprechenden Sicherheitsstufen, sodass es halt eben auch für Menschen, die besondere Sicherheitsbedürfnisse haben, dann optimalen Schutz bietet. Aber eben rein elektrisch, das ist ja gut für unsere Bundesminister, dass sie dann zukünftig auch nicht mehr mit großen Verbrennern durch unser Land fahren müssen, sondern halt auch zum Beispiel mit dem neuen i7 Protection bestmöglich gegen Angriffe geschützt sind. Und das finde ich cool, dass man das auch mit der Elektromobilität verbindet. Und auch hier zeigt BMW wieder die Vorreiterrolle. Ich glaube, hier an der Seite, Steffen, könnte man auch das einfach elektrisch Fähnchen dann anbringen, ja, oder? Perfekt, oder? Für den nächsten Staatsbesuch. Sieht doch einfach genial aus. Ich sag mal, wir brauchen die Sicherheit ja wahrscheinlich nicht, oder? Ich denke nicht. Aber es ist, glaube ich, dann für viele Menschen dann halt auch eine gute Möglichkeit, halt sicher und geschützt elektrisch durch die Welt zu fahren. Wir sind auf der Weltpremiere des Renault Scenic, rein batterieelektrisch, neuer Crossover aus Frankreich mit einer interessanten Technik hier verbaut. Matrix-LED-Scheinwerfer optional, eine schöne neue Designfront, auch mit einem toll inszenierten Tagverlicht. Wir haben ihn hier in einer sehr, sehr schönen Esprit Alpine-Variante ausgestellt mit sehr, sehr schönen großen Felgen. Und hier seht ihr schön diese Crossover-Designlinie, versenkte Türgriffe, um die Aerodynamik ein wenig zu optimieren. Und gerade hier mit dem Schwarz-Metallic-Dach in Verbindung mit einer Mattlackierung, so einem Dunkelgrau, sieht das richtig, richtig schick aus. Schokoladenseite ist, wie ich finde, auch die Heckpartie des neuen Renault Scenic. Ihr bekommt ihn zum Start mit 220 PS, frontangetriebenen Elektromotor, leider kein Frunk. Hier hinten sehr, sehr schöne LED-Rückleuchten. 87 Kilowattstunden Kapazität hat der große Akku. Es wird auch noch eine 60 Kilowattstunden Variante geben. Und was genial ist, wir haben hier, wenn wir den Kofferraum aufkriegen, dann auch ein richtig großes Stauvolumen von bis zu 545 Liter. Der geht hier richtig tief runter. Ihr könnt 40, 20, 40 die Rückbank umlegen, um dann nochmal wahrscheinlich auf so gute 1400 Liter das Volumen zu erhöhen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es auch noch einen doppelten Ladeboden gibt. Was ich euch leider nicht sagen kann, ist, ob es die Möglichkeit gibt eines Dachgepäckträgers und wie wird später die Anhängelast sein. Ja, lasst uns in den Innenraum schauen des neuen Renault Scenic. Und auch da hat Renault dann wieder ein ganz besonderes Armaturenbrett für euch konzipiert. Und das schauen wir uns am besten mal von drinnen an. Und das
kennen wir natürlich schon aus auch einem anderen Renault-Derivat, nämlich dem Renault Megane E-Tech. Den habe ich euch auf dem Kanal ja schon ausführlich gezeigt. Und da hat man im Prinzip dieses Fahrerdisplay mit dem vertikalen Infotainment-Display wieder kombiniert, auch mit den Elementen. Man hat den Fahrstufenregler hier als zweites Element über dem Wischerhebel. Man hat ein schönes unten oben abgeflachtes Lenkrad. Und wir haben das Google-Betriebssystem, wo wir natürlich auch neben der Routenplanung auch immer die Ladeplanung mit an Bord haben. Und das alles sehr, sehr schön in so einem neuen Design gelöst mit einer Ambientebeleuchtung, die schick gemacht ist, hochwertige Materialien hier mit dem Kunstleder und der blauen Naht, schön die Lüftungsdüsen abgesetzt, induktive Ladefläche, eine haptische Klimaanlagensteuerung, dass man sie auch während der Fahrt blind bedienen kann. Und hier unten alles offen, alles nutzbar. Dann zum Beispiel fürs Herrentäschchen, fürs Damentäschchen. Wir haben die Getränkehalter und wir haben eine schöne Mittelarmlehne, die auch ihren Namen zurechtträgt, wo wir hier nochmal ein Ablagefach haben, die wir aber auch verschieben können in verschiedene Richtungen. Aber leider kann ich sie nicht öffnen, Steffen. Das geht leider nicht. Aber der Materialmix auch hier oben mit dem Stoff, mal eine ganz neue Variante, kein Alcantara, das sieht sehr, sehr gut aus. Ein Highlight ist, schaut doch bitte mal, dieses riesengroße Panoramaglasdach, das lädt doch wirklich dazu ein, dass man das nutzt. Und ja, leider kann man es nicht öffnen, aber ihr seht, man kann es halt verstellen. Das heißt, da sind so Elektroden drin, um dann im Prinzip einzelne Bereiche abzudunkeln oder auch zu erhellen. Mega spacig gemacht, da ist Renault hier wieder mal äußerst innovativ gewesen. Also ich muss sagen, der neue Renault Scenic, rein elektrisch, hat endlich einen großen Akku. Übrigens AC-Laden, 22 kW. Das ist richtig geil. Das heißt, in gut 4 Stunden ist der Akku von leer auf voll und DC-Laden bis 150 kW. Das werden wir später dann natürlich nochmal in einem Fahrbericht, Review und nach Verbrauchsfahrt euch alles nochmal in Ruhe zeigen. Jetzt habt ihr schon mal den ersten Blick hier von der IAA 2023, von der Weltpremiere des Renault Scenic bekommen. Bei Renault gibt es einen neuen spannenden Plug-in-Hybriden, dann Mitte 2024, den Renault Rafale. Und das ist ein ganz besonderes SUV-Coupé, was ihr hier sehr, sehr schön auch mit Matrix-LED-Scheinwerfern seht. So ein bisschen die neue Optik auch von Renault, wo hier im Kühlergrill das so ein bisschen blöd durchscheint. Und das ist hier die Vollhybrid-Variante, also nicht wundern. Und darauf wird dann auch nochmal eine Plug-in-Hybrid-Variante aufbauen. Wunderschöne Taglicht-Illumination und sehr, sehr schöne 19-Zoll-Felgen hier in Schwarz gehalten. Optional bekommt ihr natürlich auch 20 Zoll, wenn ihr das möchtet. Beim Rafale ist die Besonderheit, dass ab der B-Säule es schön coupéartig nach hinten geht. Schön nochmal illuminiert mit einem Heckkanten-Spoiler, der auch aerofiziert ist, Luft durchlässt. Die Haifischflosse darf natürlich nicht fehlen als Erkennung der Mitte bei diesem Fahrzeug. Und dann ist die Sahneschnitte, wie ich finde, in jedem Falle die Heckpartie, schöne LED-Rückleuchten. Und was Renault richtig gut macht, neues Design mit diesem Anthrazit, auch das gefällt mir ausgesprochen gut. Elektrisch geht er auf, der Kofferraum des Rafale, und da seht ihr schon, dass da deutlich Platz ist. Ich würde mal sagen, ohne es genau zu wissen, fast 600 Liter. Und ihr könnt die Sitze entsprechend umklappen, 40, 20, 40. Und auch die 20 in der Mitte, da geht es ja mal um den langen Gegenstand, respektive auch die Skier im Winter. Denn der Plug-in Hybrid, der wird auch als Allrad-Variante kommen. Und was überrascht ist, ist immer noch, dass elektrisch aufgeht. Geht elektrisch? Zu. Ja. Im Rafale habt ihr auch die neueste Cockpit-Technik von Renault verbaut, mit dem Google-System integriert, was dann auch die beste Konnektivität bietet. Fahrerdisplay, Head-Up-Display optional, unten oben abgeflachtes Multifunktionslenkrad, gefällt mir mega, mega gut. Wir haben hier eine schöne große Mittelkonsole, aber halt auch eine schöne ergonomische Ablagefläche, um dann das Touch-Menü hier entsprechend auch bedienen zu können. Hier sind zwei Becherhalter, zwei USB-C-Anschlüsse, 12-Volt-Anschluss und eine induktive Ladefläche für Smartphone. Plus dann halt auch die Möglichkeit, hier nochmal schön in der doppelöffnenden Mittelarmlehne alles zu verstauen. Handschuhfach hat er selbstverständlich auch, schön groß. Und wie ich finde, auch eine sehr, sehr nette, angenehme Ambientebeleuchtung. Highlight ist übrigens, Steffen, schau mal da in die Tür. Die Trikolore in den Nähten, da sieht man auch gleich, dass man in einem französischen Auto sitzt. Ja.
Was nicht fehlen darf, ist ein riesengroßes Glasdach, aber auch hier wieder mit einer genialen Technik, wo man quasi illuminiert dann halt auch die Durchsichtigkeit herstellen kann, plus den Sonnenschutz und so die Möglichkeit hat halt, die Sonne hineinzulassen oder sie halt auch entsprechend auszusperren. Das geschieht über Elektroden im Dach und muss ich sagen, ist ein absolutes Highlight auch nochmal, was viele Hersteller jetzt neuerdings bieten. Wir sind bei Leap Motor. Leap Motor ist in Frankreich schon im Verkauf mit seinem ersten Modell, dem T03. Und das ist ein Kleinstwagen, der äußerst interessant ist, weil er schon ab 22.000 Euro zu haben ist und viele, viele Dinge bietet, die euch sicherlich gefallen werden. Wir haben eine schöne Frontpartie mit LED-Scheinwerfern, LED-Tagfahrlicht, alles geschlossen, leider kein Trunk. Und unter der Haube verbirgt sich ein Elektromotor, frontangetrieben mit 80 kW, 116 PS. Und wir haben richtig süße kleine Felgen, die man sicherlich im Aftermarket-Bereich noch etwas vergrößern kann. Hier schön in so einem hellgrau Uni, sieht er doch richtig schnieke aus, hat vier Türen, wo auch vier Personen einsteigen können und ist, wie ich finde, im Wettbewerbsumfeld eine sehr gute Alternative für den Dacia Spring Electric vielleicht, weil er halt in der ähnlichen Preiskategorie ist, aber halt sehr, sehr europäische optische Werte hat, auch schön hier mit dem LED-Rückleuchten und hier seht ihr nochmal sehr, sehr schön Leap Motor. Das ist auf jeden Fall mal eine Sache, die ihr googeln müsst, weil der Wagen auch einen sehr, sehr ansprechenden Kofferraum hat, wo ihr ordentlich Dinge verstauen könnt, wo ihr ein großes Volumen habt, ich schätze mal so 250 bis 270 Liter, aber auch die Möglichkeit habt, hier dann nochmal die Rückbank in Gänze umzuklappen, sodass man eigentlich im Alltag ein sehr, sehr gutes Auto hat, was man in einem urbanen Umfeld dann halt auch bewegen kann. Und da denke ich einfach, dass es eine Geschichte ist, die euch sehr, sehr interessieren könnte. Gerade auch, weil er halt bezahlbar ist und weil er halt auch den entsprechenden Platz bietet, um im urbanen Umfeld dann elektrisch mobil zu sein. Und gerade hier im Innenraum, muss ich euch sagen, ist das doch mal ein Angebot. Ab 22.000 Euro Fahrerdisplay, schönes Multifunktionslenkrad mit haptischen Tasten, schönes Infotainment-Display, da fehlt natürlich dann die deutsche Sprache. Leap Motor sucht gerade Partnerships für Deutschland, um das Auto auch hier bei uns zu vertreiben. Und schönes großes Glasdach haben wir hier, was man auch elektrisch verschließen kann, um einen ordentlichen Sonnenschutz zu haben. Ich habe hier jede Menge Kopffreiheit. Wie sind da, ist der Platz hinten bei dir, Steffen? Also ja, das ist alles für mich ausreichend, ne? Also ihr seht, ihr habt ja einen schönen Kleinstwagen, den ihr, glaube ich, super im urbanen Umfeld bewegen könnt, der eine moderne chinesische Technik hat. Und ja, wo es mal einen Versuch drauf ankommen lassen würde, ob man hier nicht vielleicht auch Partner findet in Deutschland, die dieses Auto vertreiben wollen. In Frankreich gelingt es ihnen sehr gut und sie haben eine Fülle von anderen tollen Elektroautos. Da kann ich euch nur sagen, schaut mal bei Leap Motor vorbei. Ich glaube, das könnte auch eine interessante Marke in der Zukunft auch bei uns in Deutschland werden. IAA 2023 ist auch die Möglichkeit, den nagelneuen Tesla Model 3 Highland anzuschauen. 2018 begann ja Tesla mit dem Model 3 und es ist die Erfolgsgeschichte schlechthin bei Tesla. Stückzahlen ohne Ende und äußerst beliebtes Fahrzeug. Das hat man jetzt von Grund auf novelliert. Das heißt, es ist nicht nur einfach nur eine optische Retusche, neues Design, neue Scheinwerfer mit einem neuen LED-Tagfahrlicht, sondern hier sind viele, viele technische Dinge eingeflossen, die das Model 3 zum besten Model 3 aller Zeiten machen werden. Dazu speziell hat man hier, Steffen, schau bitte mal, auch neues Felgendesign kreiert, was aerodynamisch optimiert ist und in Verbindung und Zusammenarbeit mit Hankook auch eine wesentlich höhere Reichweite erzielen soll. Das ist also ein spezieller Reif mit einer speziellen Mischung, der für das Model 3 Highland entwickelt und ins Leben gerufen wurde. Hier vorne geht er sehr flach weg, CW-Wert 0,219. Etwas schlechter als das Model S, aber durch die geringere Stirnfläche hat er wesentlich höhere Effizientwerte und ist damit das effizienteste Modell im Hause Tesla. An der Seite haben wir eigentlich keine neue Linie, die Türgriffe kennen wir schon, sondern das Highlight sind dann im Prinzip die nagelneuen Rückleuchten,
wo wir auch hier ein völlig neues Design haben, mit einer leichten Korrektur, schönen LED-Technik und wo wir nach wie vor, und das ist vielleicht das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, was man noch geändert hätte, dass wir eben nicht hier diese Luke haben wie bisher, sondern ich hätte mir gewünscht, dass das Model 3 auch wie das Model Y mit der Glasscheibe sich öffnet, dass man halt hier einen schönen großen Kofferraum gehabt hätte, der dann halt nicht nur gut zu beladen wäre, sondern halt eben auch mehr Staumöglichkeiten bieten. Gerade wenn wir dann die Rücksitzbank vielleicht umlegen, dann hätten wir wesentlich mehr Platz mit der großen Heckklappe. Die Chance hat Tesla leider in meinen Augen verpasst. Besonderheit ist halt auch, dass die Rückleuchten mit aufklappen. Das ist natürlich Geschmackssache, aber ich muss sagen, auch von hinten sieht das Model 3 Highland doch richtig schick aus. Herzlich willkommen im Highland im neuen Cockpit-Design. Und auch da muss ich sagen, ist der Schritt in die Zukunft Tesla optisch wie technisch meines Erachtens gelungen. Wir haben hier nicht nur einen der schnellsten Prozessoren verbaut, wo manche Gaming-Konsolen sich freuen würden, wenn sie ihn drin hätten, sondern wir haben auch eine sehr, sehr schöne LED-Lichtleiste verbaut, dass all diejenigen, die auch Ambiente-Licht mögen, jetzt mit Ambiente-Licht verwöhnt werden. Neu ist auch das Lenkrad, das fässt sich total smooth an. Das heißt hier, das Kunstleder hat sich auch nochmal im Wesentlichen verbessert. Wir haben, soweit ich weiß, erstmal kein Yoke-Lenkrad verfügbar, aber wir haben im Prinzip die Hebel verloren. Das heißt, wir starten dann über das Display die Fahrstufen, haben den Blinker hier mit am Lenkrad, so wie ihr es halt auch aus dem neuen Model S, Model X kennt. Auch das ist jetzt hier ins Tesla Model 3 Highland eingeflossen. Induktive Ladeflächen sind geblieben, auch das schöne große Staufach, was man sehr schön öffnen und schließen kann. Zwei Becherhalter, die man öffnen und schließen kann. Und dann halt eben auch das große Staufach ist da geblieben, wo man jede Menge Platz hat. Neu sind auch die Sitze. Und bei den Sitzen hat man sich auch wieder was Geniales überlegt und hat nämlich neben der Sitzheizung jetzt endlich auch die Sitzbelüftung hinzugefügt. Das war ja von vielen auch ein Kriterium, wo sie sagen, Mensch, das wäre unser Wunsch, dass wir halt auch die Sitze im Sommer belüften können. Ja, Glasdach ist geblieben, so wie ihr es kennt, auch zweigeteilt hier mit dem Holm. Und ein Highlight, Steffen, das sehen wir hier in der Mittelkonsole, ist der neue Bildschirm für hinten. Das heißt, wir haben auch für die hinteren Passagiere einen entsprechenden Bildschirm, der dann dafür sorgt, dass zum Beispiel die Kids hinten einen Film gucken können oder auch ein schönes YouTube-Video von einfach elektrisch. Tesla hat das Fahrwerk verbessert, Tesla hat die Dämmung verbessert. Es soll das leiseste Model 3 aller Zeiten sein. Und hat sich hier sehr, sehr viel Mühe gegeben, auch immer so die Kritiken, so im einen aus der Tesla-Community, aber auch von den Journalisten halt mit aufzunehmen und hier im neuen Tesla Model 3 Highland einfließen zu lassen. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir mal die Möglichkeit haben, euch das Fahrzeug in einer ausführlichen Review mit Fahrbericht zu zeigen und gerne natürlich auch in der Verbrauchsfahrt, weil wir ja gerne mal sehen wollen, ob er wirklich die über 600 Kilometer real schafft. Die Akkugröße ist ja gleich geblieben mit um und bei 80 Kilowattstunden. Ihr wisst ja, Tesla gibt das offiziell nicht an, aber ich glaube, dass das realistisch ist. Und ja, wir sind bereit und jederzeit würden wir uns freuen, wenn wir dann das neue Model 3 Highland auch mal auf Herz und Nieren checken können. Wir sind bei E3DC und wie gut E3DC funktioniert, habe ich euch ja schon in meinem Photovoltaik-Video gezeigt mit meiner PV und meinem S10X Speicher. Jetzt gibt es eine Neuerung für das E-Kompakt, später auch für die Pro und für die X-Serie, dass ihr über einen DC-DC-Wandler dann auch das bidirektionale Laden in die dafür freigegebenen Fahrzeuge erreichen könnt. Dafür gibt es eine entsprechende DC-Wallbox. E3DC ist gerade mit diversen Herstellern in Verbindung, um da entsprechende Schnittstellen und Freigaben zu erwirken. Hier ist mal ein Testfahrzeug von Audi, was aber nichts heißen soll, sondern hier versucht man einfach mal, diese Technik auch in die Praxis umzusetzen. Aber die Zukunft wird dann sein, noch eine weitere Geschichte, die ich euch jetzt mal zeigen möchte, wo ihr die Möglichkeit habt, zu vielleicht eurem bestehenden E3DC, insbesondere wenn ihr vielleicht noch eure PV-Anlage erweitern wollt, diese wunderschöne DC-Box hinzuzufügen. Hier ist quasi der Wechselrichter drin, hier ist auch die Steuerung drin, so wie ihr es aus eurem Hauskraftwerk kennt. Und dann habt ihr einmal die Möglichkeit, DC bidirektional zu laden oder ihr könnt auch AC aus dem Netz oder aus dem Speicher laden. Das könnt ihr dann über Farming zu eurem E3DC hinzufügen oder separat
davon betreiben und auch nochmal mit entsprechenden Speichermöglichkeiten erweitern. Das heißt, ihr seht, bei E3DC ist die Zukunft bidirektional. Das war die IAA Mobility 2023 in München. Ich muss sagen, viele, viele Neuerungen, viele, viele Fortschritte, die es hier zu sehen gab. Und ich hoffe, ich konnte euch da einen kleinen Überblick bringen und ihr seid da bestens informiert. Ja, was mich freuen würde, wenn ihr einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt, einfach, dass wir ein Feedback bekommen, wie euch das Video gefallen hat. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns zu dem Video eure Meinung schreibt, was ihr cool findet, was ihr weniger gut findet oder was ihr vielleicht auch vermisst habt. Lasst uns da einfach in den Kommentaren austauschen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bleibt gesund und bis bald. Euer Olli. Boah, Steffen, ich glaube, ich muss jetzt erstmal eine Erfrischung nehmen hier. So ein langer Tag. Ich springe dir hinterher, Kollege. Ja, lass hier reinspringen. Ja, mach ruhig. Spring ruhig vor. Es ist aber nur ganz flach, da können wir gar nicht durchschwimmen. Ah, verdammt.